ist Ronja und wir machen heute weiter mit unserem kleinen Weihnachts-Special. Erstmal frohe Weihnachten an euch alle. Heute ist ja der 24. Ich hoffe, ihr feiert alle schön. Habt Geschenke für eure Lieben gekauft oder eure Freunde. Und oder welche bekommen. Oder welche bekommen. Wahrscheinlich auch welche bekommen. Hier mit Weihnachten ist mein Lieblingsfeiertag. Ich liebe Weihnachten. Weihnachten ist so schön. Genießt die Zeit mit euren Familien und euren Freunden, wirklich, Leute. Vor allem, es ist so gemütlich. Ich meine, wenn du dann drin sitzt und draußen ist es so kalt und du kannst eine heiße Schokolade trinken. Und es hat geschneit. Genau, und es hat geschneit. Also hier, in Minecraft. Also, naja, also bei mir zu Hause tatsächlich schon. Ja. Wir haben in Isis letzter Folge das TNT aus der Pinguinfestung geklaut. Naja, nicht wirklich geklaut. Der King. Oh mein Gott, nein! Der König Krippel oder so hat uns das gnädigerweise dagelassen. Und. Oh, stimmt, wir haben einen Grappling. Warte, das sind alle Sachen, die du noch brauchst. Oh, das Zombie-Fleisch brauche ich? Ja, das ist Müll. Das brauche ich alles nicht. Den wollte ich nicht mehr. Das ist nur Müll. Mein Geschenk für dich, Ronja. Danke, warte, ich mach das mal weg. Ey, wieso weg? Du kannst nicht mein Geschenk, das verletzt mich. Ich hab's nur woanders hingetan, an einen schönen Ort. Oh, an einem besonderen Ort. In den Mülleimer. Oh. Aber in einem besonderen Ort, richtig. In einem ganz besonderen Mülleimer. Okay, wir müssen hier jetzt erstmal zum Weihnachtsmann finden, würde ich sagen. Müssen wir das? Wir wollen Geschenke holen, oder? Wir wollen die Geschenke holen? Wir müssen den Weihnachtsmann finden. Wir müssen den Weihnachtsmann finden. Ich meine, sonst läuft das ja nicht mit der Elfenfabrik hier, wenn der Weihnachtsmann nicht da ist. Hier geht's raus. Okay. So. Let's go. Warte mal, wo müssen wir denn überhaupt rausholen? Hier steht, das TNT benutzen, um in die Eishöhle hinterm Christmas Town einzubrechen. Okay, das hatte ich auch noch so im Kopf. Jetzt ist nur meine Frage, wo ist diese Eishöhle? Wo ist Christmas Town? Christmas Town ist, wo wir am Anfang waren. Ich glaube, also müssen wir da komplett durchs Schlachtfeld durch, oder? Ich glaube auch. Dann müssen wir zurück. Ah, warte, hier sind deswegen die Ausgänge, damit man hier rauskommt. Wo sind Ausgänge? Hier, diese Fallklappen. Ah! Also sonst kann man ja nicht über das Eis hochhüpfen. Aha! Okay, got it. Okay, weiter geht's. Macht's gut hier, ihr kleinen Elfen. Viel Spaß noch. Ja, viel Spaß bei eurem Krieg. Genau. Klar, da wünsche ich Leuten auch immer. Vielleicht hier lang, vielleicht kommen wir hier durch. Ja, aber das ist zu. Stimmt, vielleicht kommen wir da auch nicht. Ach, vielleicht? Warte. Kann ich hier TNT benutzen? Hallo? Kannst du? Ich nicht hinter Christmas Town. Hinter Schloss, meinte oder? Ja, nee. Hier sind Wachen, die beschützen das. Aber okay. Ich glaube, wenn wir hier einmal durchflitzen. Ja. Unbemerkt, wie wir nun mal. Vielleicht an dem hier vorbei. Warte mal, hier steht was. Hier. Wir sollen. Hier, guck mal. Hier geht's zum Christmas Town. Aha. Zurück. Zurück in unserer Fabrik. Hey. Cool. Okay, wo ist jetzt hier eine Eishöhle? Hier gibt's Süßigkeiten. Das ist der Süßigkeitenladen. No. Oh, warte, hier hinten. Siehst du mich? Nein, ich bin im Süßigkeitenladen. Okay. Warte, ich komme zu dir. Ich sehe dich. Warte, ich hüpfe hier. Genau. Bin da. Okay, hier steht, hier nicht betreten. Es ist wahrscheinlich, dass das Ding in sich zusammenbricht. Vielleicht solltest du hier das TNT machen. Okay. Oh mein Gott. Da explodiert das einfach. Okay, jetzt müsste hier Santa sein, oder? Eigentlich ja. Okay. Wahrscheinlich wird Santa hier irgendwo sein. Boah, die ist ganz schön tief, diese Eishöhle. Mega. Warte, oh mein Gott. Du musst wieder die Grappling Hook benutzen mit dem Bogen. Wahrscheinlich, warte. Oh, Vorsicht. Zack. Nice, Ronja. Danke, danke. Nicht schlecht. Weiter geht's. Ich find's aber süß mit den kleinen Laternen. Immerhin sieht man dann was. Stell dir mal vor, wir wären hier komplett im Dunkeln. Dann fände ich das ein bisschen gruselig. Oh, Achtung. Oh, einmal festhalten, bitte. Okay. Und zack. Gut. Gut, gut. Weiter in die... Müssen wir jetzt lang. Hier, hier ist Heu unten. Hier ist Heu. Da passiert nichts. Und jetzt? Hier lang, oder? Ah, gutes Hier ist Auge. Eine Tür. Oh mein Gott. Was da wohl hinter sein wird. Meinst du das Santa? Ja, das anklopfen. Oh, da ist Santa. Hallo. Santa. Ist alles okay? Endlich. Wie habt ihr mich gefunden? Wie seid ihr hier runtergekommen? Weihnachten ist um die Ecke, Santa. Die Elfen brauchen dich. Und du versteckst dich hier einfach in der Höhle und spielst Minecraft? Oh, könnt ihr das nicht alleine regeln? Ich meine, wie oft haben wir Weihnachten schon gemacht? Aber du hast dich hier unten versteckt, weil du von der internationalen Arbeitsrichtlinie besucht wurdest. Du wolltest dich einfach nur versteckt. Diese blöden Anzugträger wollten mir alles ruinieren, was ich über meine Arbeit weiß. Wer seid ihr überhaupt, hä? Eine Art Detektiv oder was? Falsch, das ist nicht das erste Mal, dass wir als Detektiv... Ich dachte, wir wären Detektiven. Scheinbar sind wir keine. Scheinbar tun wir nur so.
Denn wer seid ihr? Wir sind der Inspektor, der die Spielzeugfabrik untersuchen soll. Wir sind von der Internationalen Arbeitsrechtsgesellschaft. Ach was, das ist ja mal ein Plot-Twist. Vielleicht sagen wir das auch einfach nur. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh Mist. So, und deine Miss... Eure Arbeitsweisen sind Eure Arbeitsweisen sind mehr als absolut inakzeptabel. Mist, Mist, Mist. Unbezahlte Arbeitnehmer. Die Armen aus den Slums müssen für Essen arbeiten? Ich meine, was? Bitte, hab ein bisschen Verständnis. Hinter dem Hügel ist Krieg. Also straight up die Elfen gegen die Pinguine. Weißt du, wie unsicher das für die Arbeitnehmer ist? Es ist nicht meine Schuld. Und kein Social Distancing. Ich meine, 1,5 Meter Abstand? Keiner trägt eine Maske? Wir sind in der Global Pandemic. Oh, das wirkt nicht gut für mich. So. So, also ich denke, ich spreche für alle von der Internationalen Arbeitskraftgesellschaft, wenn ich sage, die Spielzeugfabrik ist geschlossen. Und zwar sofort. Ja, mit sofortiger Wirkung. Nein, nicht das Weihnachten schließen, Ronja. Tu das nicht, es ist Weihnachten. Nein, tu das nicht, Ronja, es ist Weihnachten. Aber ich meine, wir können Santa doch nicht die Elfen ausbeuten lassen. Aber es ist Weihnachten. Aber willst du, dass wir Geschenke kriegen und dafür... Nur weil so ein paar Elfen versklavt werden? Ach, komm schon. Nee, wir müssen, also, weißt du, Weihnachten kann doch trotzdem stattfinden, aber doch nicht mit so einer Art von Weise. Tja, dann bin bald ich nicht mehr der Einzige, der vermisst ist. Ich glaube, der droht uns. Ich will ihn jetzt nicht provozieren, aber ich habe sonst keine Wahl. Warte, was? Hilf mir kämpfen! Santa umbringen? Hilf mir kämpfen! Nein! Easy, hilf mir kämpfen! Easy, hilf mir kämpfen! Ich bin aus! Easy, hilf mir! Easy! Ronja wurde von Santa umgebracht. Ronja? Ich komm wieder! Ronja, ich helf dir! Santa hat dich einfach gekillt. Vor allem, ich hab nicht mal Rüstung an und ich kann ihn umbringen. Ja! Der hatte mich unerwartet angegriffen und du wolltest mir nicht helfen. Danke, dass du ihn zu mir boostest. Jetzt sterbe ich auch. Alles gut, wir haben ihn. Warte, ich hab wieder mein Schwert. So, jetzt. Das gibt's ja nicht. Wieso ist der so böse? Oh Gott. Das war's, wir haben Santa gekillt. Das war die... Das war's? Wir haben Weihnachten gerettet, indem wir, wir haben die Elfen befreit. Aus der Entsklavung. Versklavung. Aus der Sklaverei. Ich meine, du musst ja auch mal das Positive sehen, klar. Kriegt Millionen von Kindern kriegen keine Geschenke mehr. Weihnachten ist für immer ruiniert, aber immerhin haben wir 3 Elfen aus der Sklaverei befreit. Ich muss sagen, am Ende der Plot-Twist, dass wir der Inspektor waren, kam ja, für mich ein bisschen aus dem Nichts. Muss ich sagen, kommen hier gar nicht mehr raus, wir sind im Gefängnis. Wir sind für immer eingesperrt. Wir haben Santa, ich meine, wir haben Santa getötet, wir haben es verdient wahrscheinlich. Wir haben es verdient, ja. Gut, das war's dann mit dieser Folge. Frohe Weihnachten, schätze ich mal. Was? Was? Ich meine, okay. Schaut bei Easy vorbei, da kam die letzte Folge, falls ihr die immer noch nicht so wild. Da haben wir noch niemanden umgebracht. Da haben wir uns mit den kleinen Pinguinen verbrüdert. Ich dachte, das wäre, wir sind auf einem, ne, auf einem aufsteigenden Ast, aber schätze mal nicht. Ich spiele jetzt Minecraft. Ja, du spielst jetzt Minecraft. Jo. Viel Spaß. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut bei Easy vorbei und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, tschüss!